Hallo und herzlich willkommen zu meinem Corona-Bericht am 18. Dezember 2020. Also, in Österreich haben wir zurzeit 35.870 Erkrankte. Das heißt, seit Corona-Beginn gab es in ganz Österreich 33.294 Fälle. Davon sind wieder gesund geworden 24. Verstorben sind bis jetzt 5.127 in ganz Österreich. In Niederösterreich 732 Verstorbene. In Niederösterreich sind 418 in Hospitalisierung und 74 Intensivstationsbetreute. Ich habe heute mit meiner Mutter die Pressekonferenz zum nächsten Lockdown verfolgt und Weihnachten soll ganz normal ablaufen, mit bis zu 10 Leuten, einer Familie oder zwei Familien, zu Weihnachten und der 25. auch. Am 26. tritt dann der nächste Lockdown in Kraft und der bis zum 18. bis einen Tag, bis am Wochenende vor dem 18. Jänner wieder aufgehoben wird. Am Wochenende vor dem 18. Jänner sollen nochmal großflächige Massentests stattfinden und alle, die sich dorthin begeben, können eine Woche früher aus der Quarantäne. Alle, die nicht dorthin gehen, müssen eine Woche länger in Quarantäne bleiben. 10 Tage länger. Also nach 5 Tagen kann man sich wieder testen lassen, aber 10 Tage länger Quarantäne, wenn man nicht an den Massentests teilnimmt. Der Schulunterricht soll erst eine Woche nach den Ferien, nach dem offiziellen Ferienende, wieder fortgesetzt werden. Dazu sollen alle Lehrer und Lehrerinnen getestet werden. Und dann soll der Schulbetrieb normal weiter fortgesetzt werden. Bis dahin wird das Distance-Learning fortgesetzt. Es ist mittlerweile bekannt, dass Menschen, die schon mal einen allergischen Schock gehabt haben, sich nicht impfen lassen dürfen. Das heißt für mich offiziell, dass ich mich nicht impfen lassen darf, weil ich schon mehrere allergische Schocks erlebt habe auf MS-Medikamente. Bis jetzt in England 3 Leute an der Impfung gestorben, die eben solche allergischen Schocks gehabt haben. Das war's dann wieder mal von meinen Corona. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.